Denkst du, du wirst später dein Haus auch vorher skizzieren? Ja, schon. Ich glaube, die meisten Bauingenieure werden das von sich behaupten. Da man ja die Möglichkeiten hat und auch weiß, wie man mit dem Programm umgeht, glaube ich, wäre es echt ganz cool, wenn man da später mal sein eigenes Haus entwirft. Hallo, ich bin Leonie. Ich studiere Bauingenieurwesen im 6. Semester und gebe Tutorien in Baukonstruktion. Und auf einem dieser werdet ihr mich heute begleiten. Wie war denn dein Tag bisher? Ich war seit heute früh in der Uni für eine Vorlesung und dann habe ich noch einen Beleg gerechnet in der SLUB und jetzt war ich Mensen. Und dann haben wir euch getroffen. Viele Studierende wissen ja am Anfang des Studiums gar nicht, was ein Tutorium ist. Was ist denn ein Tutorium? Also ich glaube, das, was ein Tutorium am meisten ausmacht, ist, dass es von Studierenden für Studierende ist. Also während unsere Vorlesungen von Professoren gehalten werden, unsere Übungen von wissenschaftlichen Mitarbeitern, werden die Tutorien eben von so Studenten wie du und ich gehalten. Sodass das, glaube ich, am Ende des Tages viel im Lernprozess ausmacht, wenn man da einfach einen Student vor sich hat. Wofür ist so ein Tutorium eigentlich da? Also bei uns sind sie eigentlich wichtig, damit die Studierenden den Umgang mit dem Programm kennenlernen. Also wir zeichnen den Allplan und das ist so das Hauptprogramm für die Belege. Und da müssen dann verschiedene bautechnische Details gezeichnet werden in den Belegen. Und um die zu bestehen, muss man halt das Programm können. Und das lernen sie bei uns. Was hat dich dazu motiviert, Tutorin zu werden? Also eigentlich habe ich angefangen, als SHK zu arbeiten, also studentische Hilfskraft am Institut für Baukonstruktion. Irgendwann kam dann der Max auf mich zu und meinte, er braucht dringend Tutoren. Dann habe ich meine SHK-Stelle aufgeteilt auf SHK und Tutor. Und so bin ich dazu gekommen und jetzt gebe ich Tutorien und es macht sehr viel Spaß. Du studierst ja selbst noch. Wie kriegst du diese beiden Aufgaben unter einen Hut? Also dadurch, dass wir relativ viele Freiheiten haben, was unsere Arbeitszeiten angeht, ist es jetzt nicht so schwer. Wir sind 4 Leute zurzeit, wir können uns da gut reinteilen und wenn der eine mal nicht kann, dann kann vielleicht der andere. Also zeittechnisch ist es überhaupt kein Problem. Wie sieht denn eigentlich so eine Woche bei dir aus? Also normalerweise besuche ich schon die Uni-Veranstaltungen, entsprechend halt meines Semesters. Ich gebe Tutorien, aber das halt nicht jede Woche. Ich gehe einmal die Woche arbeiten. Und ja, ansonsten ist man gut mit Belegen beschäftigt und dann ist die Woche schneller rum, als man gucken kann. So, jetzt fängt dein Tutorium ja auch bald an. Was hast du im Vorfeld gemacht, um dich darauf vorzubereiten? Ja, also das Tutorium an sich, das steht schon, da gibt es eine Vorlage. Und die bin ich einmal durchgegangen. Hab das einmal gezeichnet und hoffe, dass das heute alles so klappt, ich auf alle Fragen antworten kann, es mit den Computern nicht so große Probleme gibt. Und genau, ich denke, wir können dann langsam reingehen. Computer muss noch hochgefahren werden. Bist du eigentlich noch aufgeregt von dem Tutorium? Heute ja. Ansonsten eigentlich nicht mehr. Also die ersten Male schon, aber meistens geht alles gut, von daher mittlerweile nicht mehr. So, da wären wir. Am Ort des Geschehens. Ich werde nur mal kurz die Fenster aufmachen, bevor es dann losgeht. Und dann würde ich noch ein Beamer anmachen und mal gucken, ob das alles so passt, bevor alle anderen kommen. So, was muss jetzt noch alles getan werden, bevor es losgeht? Also ich muss erstmal noch gucken, ob auf den PCs der spezielle Assistent existiert. Ich hatte den jetzt nicht auf meinem Laptop. Ich muss gucken, ob das Programm hier den hat. Sonst müssten wir den noch runterladen dann mit den Studierenden. Was ist der heutige Ablaufplan? Also am Anfang müssen sich alle erstmal hier diese Vorlage in das Programm reinladen. Da sieht man halt jetzt noch nichts, weil das jetzt nur der Grundriss ist von unserem Erdgeschoss. Wir zeichnen ein Gebäude und da muss man dann nicht alles zeichnen, sondern ein Teil ist schon vorgegeben und auf dem wird dann aufgebaut. Also den müssen Sie jetzt nicht zeichnen. Und mit dem Assistenten hier, der ziemlich cool ist, tatsächlich könnte man dann einfach Mauerwerk mit einer Wärmedämmung auswählen und dann könnte man hier
das Ganze umfahren. Das werden wir nachher auch machen. Und das haben sie halt bisher noch gar nicht gemacht. Also 3D ist nicht Inhalt von den anderen Tutorien gewesen. Und deshalb ist das Ziel heute, hoffentlich schaffen wir das nach 3 Stunden, dass wir am Ende ein cooles Haus da stehen haben. Mit Innenwänden, mit Fenstern, inklusive Anlage, also mit einem Baum, mit einem Gehweg, mit einem Geländer und einem Balkon. Genau. Ja, und dann werden wir Ihnen verschiedene Bauteile hier zeigen, verschiedene Möglichkeiten von dem Assistenten. Also hier gibt es Wendestützen, Haltdeckenunterzüge, verschiedene Dachkonstruktionen oder Innentüren, Außentüren. Man kann das alles manuell einstellen, aber der Assistent hier macht das halt deutlich leichter und schneller und einfach handlicher. Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Jetzt müssten sie eigentlich gleich kommen. Hallo? Na? Also, das ist wirklich aufwendig, was wir heute machen. Wäre cool, wenn ihr euch nicht erst nach 10 Minuten meldet. Wo siehst du Herausforderungen in deinem Tutorial? So generell im Umgang mit Computern. Da gibt es schon unterschiedliche Niveaus, sage ich mal. Und ja, das alles unter einem Hut zu kriegen und auch die, die vielleicht ein bisschen schneller überall sind und alles vielleicht schon ein bisschen besser können, dass die dann auch Zeit haben, uns mal was zu fragen oder so. Und man sich jetzt nicht nur mit den Langsameren beschäftigt. Ich glaube, so da sind die Herausforderungen. Ja, kein Problem. Geht bei dir? Hast du deine Wand schon gezeichnet? Ja, immer als ich die Fenster und die Türen eingefügt habe, ist meine Mama. Was macht für dich ein gutes Tutorium aus? Sich Zeit nehmen für die Studierenden, die auch sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Vorkenntnisse haben, dass man einfach guckt, allen irgendwie gerecht zu werden. Dass man es hinkriegt, dass sie aufpassen, dass sie gerne kommen, dass sie ja, interessiert sind an dem, was wir machen und dass sie vielleicht auch den Nährwert davon sehen und damit vielleicht in ihrer Zukunft auch was anfangen können. Ja. Es sind auch 12 Leute und wir sind zu zweit, also man muss gucken, aber klappt meistens ganz gut. Was macht dir an deiner Arbeit als Tutorin besonders viel Spaß? Es macht im Allgemeinen viel Spaß. Also einfach die Arbeit mit den Studierenden. Ja, dass man irgendwie was zurückgeben kann dafür, dass vor 2, 3 Jahren jemand das Gleiche für mich getan hat, als ich dort saß und keine Ahnung hatte. Ja, also ich glaube, im Allgemeinen mache ich das einfach sehr gerne. Ja. Und dann sind die jetzt irgendwo in deinem Download-Ordner? Sind die beiden, genau. Und dann müsstest du jetzt bei dir im Ort. Und würdest du deine Arbeit anderen Studierenden empfehlen? Ja, die Arbeit werde ich schon empfehlen. Also zum einen macht es viel Spaß, eigentlich immer. Zum zweiten ist es gerade bei uns mit dem zeichnenden Allplan für unseren Studiengang wirklich was Sinnvolles, was man gut gebrauchen kann. Viele Werkstudentenjobs beginnen so. Also man kommt ja nie in eine Firma, arbeitet als Werkstudent und kriegt direkt die richtig guten und interessanten Aufgaben. Meistens fängt es nämlich mit Bauzeichnen an. Ich glaube auch, dass viele in meinem Semester jetzt nicht mehr unbedingt die Besten in Allplan sind, einfach weil sie es so lange nicht gemacht haben. Ich glaube schon, dass das hilft, wenn man da als Tutor arbeitet, ja. Schön, dass ihr alle da wart. Wir sehen uns nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch den Tutorenalltag ein wenig näher bringen. Ich hoffe, ihr werdet jetzt alle Tutoren, ist nämlich eine gute Sache. Und ja, ich mache jetzt Feierabend.